Name ist Yvonne Backhaus. Ich bin Chefin vom Dienst beim Hannover Anzeiger. Ich leite die Arbeitsgruppe 1, Inhalt, Optik und gute Planung. Wir haben in den letzten Stunden und auch gestern schon ganz viele Ideen gesammelt, die hoffentlich in allen Zeitungen in irgendeiner Form Niederschlag finden. Wir erarbeiten jetzt einen Countdown, der die letzten 100 Tage vor der Wahl umfassen soll. Wir werden jetzt nochmal über das Thema Planung sprechen und auch über das Thema Optik. Und dann hoffe ich, dass jeder der Teilnehmer ganz viel mit nach Hause nimmt und davon auch ganz viel umsetzt. Also in unserer Gruppe heißt das Thema, wir spielen auf allen Kanälen. Es geht darum zu überlegen, wie können wir Geschichten, die wir traditionell in Print spielen, auch online machen. Und zwar so, dass es möglichst viele Leute interessiert. Und wir erhoffen uns natürlich, dass wir viele Ideen kreieren, die die Kollegen mitnehmen können, um die lokale Berichterstattung zum Thema Wahlen auch vor Ort konkret mit einfachem Handwerkszeug ein bisschen spannender zu machen. In der Arbeitsgruppe 3 geht es um das Wahlkonzept. Also welche Haltung wollen wir vertreten? Das ist uns ganz wichtig. Die Zeitung soll eine Meinung haben und soll die auch zeigen, soll für Diskussionen sorgen und nicht immer nur gerecht sein. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir herausarbeiten. Und anhand dieser Haltung wollen wir jetzt ein Konzept entwerfen, das Wahl vielleicht auch für alle Beteiligten ein wenig einfacher macht, leichter nachvollziehbar und auch leichter handelbar.